Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Atomic Heart. Ich weiß nicht, was ich machen muss, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß an für sich gar nichts mehr, weil es schon wieder viel zu lange her ist. Aber wir machen das Beste draus und sind frohen Mutes. Glaube ich. Ich meine, prinzipiell kann es ja nicht... Wozu dient die Hitzewerkstatt? Hier werden hitzeresistente Polymere hergestellt. Aber in erster Linie widmet sich die Forschung der Zucht hitzeresistenter Pflanzen. Schau an. Die Polymere hier werden mit den ätherischen Ölen des Kaktus Cactaceae Cereros angereichert. Natürlich. Dank der Polymere können Pflanzengruppen gezüchtet werden, die an hohe Temperaturen angepasst sind. Wollen Sie die Wüste begrünen oder was? Sowas in der Art. Sie wollen den Mars terraformen. Ja. Also so als alternativer Lebensraum, warum nicht? Ich meine, wenn es die Möglichkeit gibt, dann gib ihm. Was haben wir denn hier allgemein so? Neo-Kartoffelkäfer, okay, unsere eigene Fabrik, Operation Amazonas. An für sich ja alles sehr interessante Sachen, die werde ich aber dann irgendwann vielleicht mal lesen. Ich habe nämlich gerade so überhaupt keine Lust, die Sachen zu lesen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Die Resultate von Genanalysen sind inoffiziell und werden nicht als gültige Dokumente anerkannt. Schade. 90% aller Fälle erfordern eine Nachanalyse in der Folgewoche. Wie konnte ich denn nochmal Sachen werfen? Warum kann ich das jetzt nicht mehr aufheben? Ach, verdammt. Egal. Da muss ich hin. Dann gucken wir doch mal, dass wir da auch irgendwie hinkommen. Oh, da hängt schon wieder jemand. Da möchte ich jetzt nicht unbedingt durch. Oh. Kurz Standbild gehabt, aber zum Nachladen ist das in Ordnung. Okay. Wahrscheinlich bin ich hier auch gerade am Ausgang. Was mal Sachen das hier? Die Hitzewerkstatt wurde das Thermarium. Kompliziertesten Versuchslaboren des Wabilov-Komplexes. Hier werden spezialisierte, energieintensive Polymere produziert und Prototypen von Pflanzen gezüchtet, die bei Extremtemperaturen gedeihen und sich vermehren können. Die Werkstatt hat Dutzende hitzeresistenter Kulturen hervorgebracht, die bereits bei der Bekämpfung von Hungersnöten in Dürreregionen wie Nordafrika und Zentralasien eingesetzt werden. Cool. Good job an dieser Stelle. Nee, da komme ich so nicht hin. Ich muss da irgendwo hin. Ach, guck mal. Ja. Das heißt, wenn du da bist, mache ich das so. Und ach, du fährst noch mal eine Stufe höher. Ach so. Alter, was ist denn jetzt hier los? Dein Ernst? So. Ich war einfach nicht schnell genug. Bist du Freund oder Feind? Machst du irgendwas? Ja, okay, ich bin jetzt... Ich bin zu voreilig, ne? Ich sollte mich besser umgucken. Und ab und zu habe ich noch so kleine Frame-Dropperonis. Ich werde auch mal kurz nicht das Vollbild, sondern randloses Fenster machen. Kann man das übernehmen? Änderung anwenden. Bist du sicher? Ja. Damit ich leichter rein und raus kann. So, dann mache ich das nämlich mal kurz weg. Und
Sobald sich die Temperatur normalisiert hat, werden die Behälter automatisch befüllt. Okay. Nice. Was habe ich jetzt getriggert? Oh. Was soll denn heißen, es ist heiß, dir ist also zu heiß? Dann geh doch mal in den Ural und arbeite da als Stahlarbeiter. Von mir aus auch nur halb. So, dann wären wir hier doch fertig, oder? Sehen wir zu, dass wir zurückgehen, bevor es hier auch wieder losgeht. Geschichten, das würde dich zum Mann machen, sag ich dir. Aber du hockst da mit deinen hübschen Blumen und jammerst über die Hitze. Wir Krakotovs geben einen Scheiß auf die Hitze. Uns hält nichts auf. Wir hüpfen geradewegs in einen Ofen oder Vulkan, wenn es sein muss. Also hör auf zu jammern. Sobald Kollektiv aktualisiert ist, ist alles wieder prächtig. Und wenn jemand anfängt zu jammern, ist der einen Scheiß wert. Ha! Okay, da ist jemand sehr... Was wissen wir über Petrovs Freundin, Charles? Meinst du Dr. Filatova? Habe ich doch gesagt. Warum auf einmal so wortkarg? Kennst du sie? Dr. Larissa Filatova arbeitet seit vielen Jahren mit Dr. Sechelov zusammen. Er hat ihr mit gutem Grund einen der wichtigsten Aspekte von Kollektiv 2.0 anvertraut. Sie hat die Stelle des verstorbenen Cheriton Zakharov eingenommen. Wer ist Zakharov? Ordentlicher Professor der Medizinwissenschaft. Anerkannter Neurochirurg und einer der Wissenschaftler, die die braune Pest besiegt haben. Außerdem war Cheriton Radionowitsch Zakharov Dr. Sechenovs engster Freund und zuverlässiger Kollege. Sie haben Anlage 3826 gemeinsam ins Leben gerufen. Ja, ist ja gut. Und Filatova? Sie ist eine talentierte Neurochirurgin und war Studentin und Assistentin von Genosse Zakharov. Nach dem Tod des Professors hat sie seine Arbeit weitergeführt. Aber jetzt ist sie eine Kriminelle und Vaterlandsverräterin. Verstehe. Wirklich schade. Sie ist irgendwie niedlich. Ja. Die Süßen und die was weiß ich was, die sind immer die Bösen. So. Na also, wie sie blüht. Was für eine Schönheit. Die Photosynthese hat begonnen. Der Zustand des Baums verbessert sich rasant. Achtung, Mitarbeiter des Verteilzentrums. Der Zugang zum Ostflügel des Komplexes ist wieder offen. Okay. Sehr gut. Das heißt, ich kann jetzt... Warte, wo? Ja, gut. Behälter. Wo kriege ich... Ja, ist ja schön und gut, dass ihr mir jetzt hier die Behälter noch anzeigt. Die habe ich aber noch nicht. So. Moment, wo? Ich kann die Schilder nicht deuten. Muss ich da oben hin? Nee, hier war ich schon. Da war ich auch schon. Ich find's verwirrend, dass die Schilder gegen die Wand zeigen. Das finde ich sehr, sehr verwirrend. So, einmal hier gucken, ob hier noch irgendwas Böses ist. Ob hier Böses im Busch ist. So, Kälte und Blümchen. Ein Jammer, dass es so enden musste. Niemand hatte damit gerechnet, dass so etwas passieren könnte. Es hieß immer, zu den Sternen, strahlende Zukunft. Doch jetzt kann ich nur noch hier rumliegen und über alles nachdenken. Wie lang ist der Angriff der Roboter her? Mein Zeitgefühl ist ehrlich gesagt nicht das Beste. Aber es muss schon eine Weile her sein. Mindestens ein paar Tage. Wie bist du in diesen Gang gekommen? Ich erwischte es als Ersten. Laborroboter Nummer 42 war der Übeltäter. Ich wollte gerade Kaffee holen, als er mich am Hals packte und in mir umdrehte. Genau hier. Ah, das ist eine ganz blöde Sache. Kannst du mir irgendwas sagen? Wie hat das alles angefangen? Es ging alles so schnell. Es war unerwartet. Und sehr blutig.
Du kannst schon vom Glück reden, es sind nur noch wenige Roboter übrig. Doch am ersten Tag wimmelte es hier nur so von ihnen. In jedem Gang schrie jemand, starb jemand. Und wohin sind die Roboter gegangen? Woher soll ich das wissen? Sie haben sich wohl über die Anlage verteilt. Ich vermute, dass sie durch diese Tunnel gegangen sind. Einige wurden ausgeschaltet, aber der Rest ist immer noch da draußen und wartet auf Opfer. Ich wollte gerade sagen, woher soll er das wissen? Er liegt hier. Also... Scheint dich nicht so mitzunehmen. Wozu auch? Mein Bedarf an Aufregung und Geschrei ist gedeckt. Ich rastete aus, ich fluchte. Ich sah entsetzte, sterbende Menschen. Am meisten fürchteten sie sich nicht vor den Robotern, die sie abgeschlachtet hatten, sondern vor mir, wie ich tot dalag und redete. Was glaubst du, warum das so ist? Weil es echt unheimlich ist, mit einem toten Mann zu reden. Ach, du meinst, warum ich rede? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob ich das gut finden soll. Ist ja alles auch egal. Ja, also ganz ehrlich, ich wüsste nicht, ob ich es gut finde, wenn ich zwar reden kann und alles theoretisch mitbekommen weiter um mich herum, aber mich halt nicht bewegen kann. Ist halt nach einiger Zeit etwas langweilig. Ich meine, er weiß nicht, dass dieses ganze Gerede bald ein Ende hat, wenn das alles so ein bisschen sich zu zersetzen anfängt und all sowas, aber für den Zeitraum, bis es dann soweit ist, naja, müde. Ich muss los. Verstehe. Bis dann. Ja, danke fürs Gespräch, ne? Also, oh, ich liebe diesen Kaffee. Das muss irgendein Fehler sein. Sechenov hätte damit rechnen sollen, rechnen müssen. Da bin ich mir sicher. Das muss ein Fehler sein. Ja. Ganz ehrlich, ich bin ja durch die russischen Namen sehr verwirrt. Zu vielen Momenten, weil ich dadurch immer so ein bisschen rausgerissen werde und mir die Namen auch nicht so gut merken kann und alles. Ich kann dadurch der Story schwieriger folgen. Was soll es sein, Major? Waffen oder Fähigkeiten? Mal gucken. Mal gucken, was hat der denn? Herstellung, Pastet. Was sind das? Ungenügend Ressourcen. Was fehlt mir denn da? Hä? Ausreichende Ressourcen. Der Fuchs. Ach, 148 brauche ich und 105 habe ich. Ich denke, wenn ich draufklicke, dann baue ich es instant, kann das sein? Die PM, die braucht aber auch Kugeln. Das mag ich nicht so sehr. Elektro, schon im Besitz. Der Bauplan. Ich kann sowas nicht aussprechen. Okay, für den ganzen Rest brauche ich halt noch Baupläne oder mehr Materialien. Ich hätte aber dann doch ganz... Also ich weiß ja nicht, wie gut die Sachen sind, ne? Wenn man jetzt sich die Sachen vernünftig anzeigen lassen könnte. Kriegt ein Schockeffekt auf das Ziel, friert das Ziel ein, setzt das Ziel in Brand. Munition kann ich mir herstellen. 9mm Kugeln, Schrotflinten, Munition. Packe ich mir einfach mal hin. Verzeihung. Inventar. Mal kurz hier reingucken. Ja, diese Stats, die hätte ich halt gerne angezeigt, wenn ich das Dings da gerade offen habe. Ich habe ganz schön viele Sachen dabei. Holy shit. Bitte Vorgang auswählen. Ich brauche Waffen. Und zwar viele. So. Ach, guck mal. Schaden, Angriffsgeschwindigkeit. Gar nicht mehr so schlecht.
Reichweite kann man noch verbessern. Ladungsschaden, Ladungsgeschwindigkeit. Der rote Rost am Schaft dieser Axt ist das einzige, was sie mit einem Fuchs gemeinsam hat. Außerdem ist sie mit einer Drohung an die Feinde ihres Besitzers versehen. Okay. Was hätten wir hier dann? Schneidet und würfelt und hackt den Gegner in Stücke. Sympathisch. Aber auch sehr gute Stats. Oh, das hätte ich ganz gerne. Ich glaube, darauf spare ich jetzt noch. Was haben wir hier? Oh, das macht auch viel Schaden. Eine improvisierte, zweihändig aus mehreren zusammengeschweißten Rohren. Die Klingen wurden aus geschärften Metallplatten hergestellt. Kannst du einen ausgewachsenen Streitkolben verbessert werden. Damn. Was haben wir hier denn noch so an Verbesserungen? Beim Schweden. Oh, ich liebe ja diesen Skin, ne? Ah, Schock. Kartuschen. Das ist das, was ich da hatte, ne? Muss man die Kartuschen denn jedes Mal neu herstellen und alles? Oder hat man eine Kartusche pro Waffe quasi, die sich immer wieder auflädt? Hochmoderne und geheime Waffe erhöht den durch das Polymer verursachten Schaden. Griffstufe 2. Also da sollten wir auf jeden Fall... Also jetzt mal mit den Stats und das, was wir da noch zur Verfügung haben. Zugang gewährt. Da kann man noch, da hat man noch Verbesserungsmöglichkeiten. 61. Ich hätte gerne noch ein bisschen Schock, Charakter, Erfrierung, Massentelegenese, Polymerstrahlen, Schild, Energie des Charakters. Was haben wir denn hier? Nee, Charakter. Können wir hier irgendetwas noch verbessern? Resistenz gegen Elementarschaden. Das wäre an für sich gar nicht mal so schlecht. Parkour, du bist erzeugt, beim Sturz abzurollen und Verletzungen zu vermeiden, führe dazu mit und bin davon lang einen Sprung aus. Wenn ich daran mal denken würde, wenn das... Kapazität von Kartuschen? Nee, danke. Also, Resistenz gegen Elementarschaden ist schon nicht verkehrt. Kann man mal mitnehmen. So. Einmal speichern. Speichere Daten. Und auf geht's. Oh, lol. Okay. Was ist das für ein Dreck? Das ist eine Sprosse. Was ist eine Sprosse? Sprossen wurden als hocheffizientes Futter für Großvieh entwickelt. Aber mit dieser Sprosse stimmt etwas nicht. Okay, was ist... Das ist auch Gegner. Okay. Oh, hier ist Glas. Das habe ich gar nicht gesehen. Gut. Also. Hä? So, zur Seite. So. Hühnchen! Hühnchen! Ein Killerhuhn? Jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Du hast keine Ahnung. Du hast ja gar keine Ahnung. Einen Moment, bitte. Ja. Das, ne? Also. Einmal das auf jeden Fall. So.
sagt er nicht zu. Och Leute, to that note. Es ist nicht ratsam, ihre Aufmerksamkeit zu erwecken. Zu spät. Jo, ich wollte gerade sagen. Hi. Na? Gut seht ihr aus. Oh, der Rettungstrupp. Na endlich. Mir kannst du zwar nicht mehr helfen, aber hier leben noch Leute. Warum hat das eigentlich so lange gedauert? Ich bin nicht der Rettungstrupp. Eher eine Vorhut. Verdammt nochmal. Nach so langer Zeit gibt es noch immer keinen Alarm und keine Armee, die uns rettet. Hast du gesehen, wie das losging? Kannst du mir was darüber erzählen? Ich will es nicht, aber ich kann es. Die Maschinen haben nicht sofort angegriffen. Sie haben sich erst in der Anlage verteilt, damit sie alle gleichzeitig zuschlagen konnten. Ich hatte vermutet, dass was nicht stimmt, als die Laborroboter in unsere Büros gekommen sind und sich hinter den Leuten aufgestellt haben. Die meisten meiner Kollegen starben an ihrer Arbeitsstätte. Am schlimmsten fand ich nicht das Töten, sondern wie sie langsam auf die Menschen zugegangen sind. Wie im Sportunterricht, wenn man sich in Gruppen aufteilen sollte. Ja, ein sehr guter Vergleich. Wann bist du gestorben? Ich weiß es nicht mehr, aber ich habe länger als die meisten überlebt. Die Maschinen konnten nicht zu mir, da es keinen Weg hinein gab. Es fielen Schüsse und dann kamen überall Schläuche raus. Die meisten starben in den ersten paar Sekunden. Ziemlich schnell. Die Roboter schlugen ihnen die Köpfe ein oder brachen ihnen das Genick, als ob man Bierflaschen öffnet. Wir flüchteten, aber dann schnappte sich ein Labortechniker Genosse Afanasjew. Ein Soldat versuchte sie aufzuhalten, aber er hatte nur noch Zeit, um zu sagen. Da verlor ich die Angst und griff den Roboter an. Dann erinnere ich mich nur noch daran, dass ich tot war. Tut mir leid. Wir werden diese Mistkerle erledigen. Den Maschinen ist nichts vorzuwerfen, sondern den Menschen. Das war kein Unfall. Es würde Monate dauern, so etwas zu planen. Ich wollte gerade sagen, das muss ja irgendjemand programmiert haben, oder nicht? In Ordnung. Wenn das alles ein Ende hat, kommt jemand vorbei. Ehrlich gesagt, wird das auch nichts ändern. Diese Infektion oder was auch immer mit den Robotern nicht stimmt, sollte sich lieber nicht auf die anderen Komplexe ausbreiten. Wenn das nicht schon passiert ist, ne? Also... Dringend. Genosse Solothurin, mein werter Kollege. Wir hatten bisher noch keine echte Gelegenheit, uns kennenzulernen. Doch ich versichere dir, wenn du das Theater unter meiner Führung besuchst, wirst du den Namen Lastoschkin nie wieder vergessen. Ich möchte dich um einen kleinen Gefallen bitten. Könntest du uns einige deiner faszinierenden Blumen schicken? Dem Theater fehlt ein wenig Grün und es könnte noch etwas mehr Exotik vertragen, wenn du verstehst. Ein kleines Vögelchen hat mir gezwitschert, dass ihr jetzt kriechende Büsche habt. Ein Dutzend davon wären toll. Ich zeige mich auch erkenntlich. Mit freundlichen Grüßen, Stefan Lastoschkin. Okay. Glückwunsch zur Beförderung, Genosse Solothurin. Stellvertretender Direktor des Wawilow-Komplexes. Das ist eine sehr wichtige Position. Im Augenblick ist es unser primäres Ziel, das sowjetische Volk mit genügend Nahrung zu versorgen, was große Aufmerksamkeit erfordert. Doch schon sehr, sehr bald werden die ersten Schritte der Menschheit ins All ebenfalls hier beginnen. Als herausragender Botaniker bist du federführend dafür zuständig, ganze Systeme von Pflanzen zu erschaffen, mit denen man die Oberflächen anderer Welten terraformen kann. Genosse Setschenow und ich haben uns vorhin unterhalten und sind beide sehr erfreut, dass du zu uns gestoßen bist. Weißt du, Vic,
Wir wollen nicht einfach nur auf dem Mond Mais anbauen. Wir wollen von einem größeren Apfel abbeißen. Auf dem Mars. Das hört sich alles so doof an. Ja, der Mond reicht nicht. Also, Mars. Hallo, ich habe keine Zeit zum Tippen, also nehme ich einfach auch diesen Shit-Berater auf. Gut. Ich möchte dich um einen persönlichen Gefallen bitten, Vic. Der Pavlov-Komplex steckt gerade mitten in einer großen Polymerstudie und auch wenn es trivial klingt, sie haben nicht genügend Versuchsstandorte. Könntest du einer kleinen Abteilung irgendeinen abgelegenen Flügel überlassen? Sie müssen nur beobachten, wie Tiere sich in einer Polymersuppe verhalten. Streng geheim, versteht sich. Aber in eurem Komplex ist ja alles streng geheim, nicht wahr? Der Pavlov-Komplex schickt euch das Polymer zunächst in Fässern. Wir bauen eine Rohrleitung, sobald das Finanzministerium sie bewilligt. Danke im Voraus. Warum möchte man das alles so, so geheim halten? Also, normalerweise aus nachvollziehbaren Gründen, aber I mean, ja gut, besonders schlau sind sie nicht, ne? Na gut. Wieso ist es hier so kalt? In diesem Abschnitt soll untersucht werden, wie Lebewesen in einem Vakuum überleben können. Dann geht es hier darum, wie man Pflanzen auf dem Mond züchtet und so? Unter anderem, ja. Hier wird auf den verschiedensten Gebieten geforscht. Von primitiven Einzellern bis hin zu Nutzvieh und anderen Tieren. Moin. Bist du tot? Sieht so aus. Okay, da haben wir eine Kamera. Biomaterialien. Nicht gut. Interessante Fische in dem Aquarium. Können wir jetzt mal aufhören, die... Reparaturdinger... ...zu schicken? Wo bist du denn? Noch einer. Und noch einer. So. Und noch einer. So. Reicht dann jetzt aber auch, ne? Noch einer. Nicht? Okay. Killerhuhn. Erstmal du. Da ist eine Kamera. Da gehe ich gleich hin. Lass dich nicht stören.